Herzlich willkommen bei Talk am Dienstag. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie an Ihre persönlichen Wendepunkte denken, welche Situationen kommen Ihnen da gleich in den Kopf? Welche Momente haben Sie nach vorne gebracht, welche vielleicht auch aus der Bahn geworfen? Über persönliche Momente und persönliche Wendepunkte sprechen wir heute mit sehr spannenden Gästen. Und darunter gehört oder zu denen gehört so kurz nach der Bundestagswahl nicht ohne Grund Christian Kern. Er hat mit Wendepunkten im Leben und in der Politik einige Erfahrungen gemacht. Obwohl er nie ein politisches Amt angestrebt hat, fand sich der Energie- und Bahnmanager plötzlich quasi über Nacht in der Rolle des österreichischen Bundeskanzlers wieder. Er weiß, was gespielt wird in den Zentren der Macht, und er weiß, wie schwer es ist, an Inhalten zu arbeiten, wenn vor allem die Show zählt. Marie Bäumer ist eine der renommiertesten deutschen Schauspielerinnen. Auf der Kinoleinwand ist die Trägerin des Europäischen und Deutschen Filmpreises ebenso präsent wie auf dem roten Teppich. Doch die Glitzerwelt des Showgeschäfts ist für sie nicht alles. In der Provence hat sie eine neue Berufung gefunden. Für Alice Sarah Ott war das Klavierspielen schon früh der Mittelpunkt ihres Lebens. Die Musik wurde zum magischen Schutzraum, den sie nie verlor. Als sie überraschend die Diagnose Multiple Sklerose erhielt, musste sie sich neu zurechtfinden. Vor 3 Jahren gab Miranda die Grande noch als Nathalie Volk hier bei uns im Nachtcafé ihre Verlobung mit dem Unternehmer Frank Otto bekannt. Doch die Beziehung zerbrach. Heute lebt sie mit ihrer neuen Liebe in der Türkei ein Leben, das sie auch von ihrer Familie entfernte. Der Traum von einer erfolgreichen Berufskarriere als Top-Anwalt in London hat Tomasz Jędrowski regelrecht krank gemacht. Erst durch einen klaren Schnitt konnte er schließlich zu sich selbst finden und ein heute erfolgreicher Schriftsteller werden. Als Lebenskunstphilosoph beschäftigt sich Professor Wilhelm Schmid mit der Frage, wie Menschen mit Wendepunkten in ihrem Leben umgehen und vor allem auch, wie es gelingen kann, große Einschnitte im Leben als Chancen für sich zu nutzen. Herzlich willkommen nochmal an alle. Herr Kern, vor gut 3,5 Jahren waren Sie noch Bundeskanzler. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Wahl hier am Sonntag, auch wenn es hier das Nachbarland war, wie sehr fiebern Sie da mit? Oder wissen Sie eigentlich schon vorher, als wir alle, in welche Richtung das geht? Wie war das jetzt vor 2 Tagen? Nein, wenn Deutschland wählt, dann ist das bedeutend, dann fiebern nicht nur die österreichischen Nachbarn mit, sondern in Wahrheit die ganze Welt, weil Deutschland ist die Führungsmacht in Europa. Und das ist natürlich aufregend. Wenn Sie schon sagen, wenn in Deutschland gewählt wird, dann bedeutet das was. Was lesen Sie jetzt aus dem Ergebnis heraus? Also ich bin ja ein großer Deutschland-Fan, muss ich sagen, und verfolge Ihre Debatte sehr genau in den Medien und frage mich manchmal, warum man teilweise so eine negative Sicht auf sich selber hat. Das ist eine sehr deutsche Eigenart, ist mein Gefühl, und manche Dinge laufen viel besser, als es eigentlich wahrgenommen wird. Und ich denke, wenn man diese Wahl anschaut, muss man sagen, es gibt eine wirklich gute Botschaft, und das ist nicht nur eine für Deutschland. Es ist Deutschland, wenn man so will, das Land, wo Rationalität in der Wahlentscheidung einen besonderen Stellenwert hat. Ganz Europa ist versunken im Populismus, in hysterischen Debatten, die sich oft einmal gegen Menschen gerichtet haben. Das ist Deutschland erspart geblieben, weil die Deutschen sehr stark mit dem Kopf auch abstimmen. Das hat vielleicht damit zu tun mit der Geschichte, dass man die Lektionen daraus gründlich gelernt hat. Und ich muss sagen, ich war fasziniert, wie die CDU dreimal Annegret Kramp-Karrenbauer, dann diese Lektion Laschet, dann Laschet gegen Schröder, sich mit größter Zuverlässigkeit für den unwählerwirksamsten Kandidaten entschieden hat. Das ringt mir da wieder Respekt ab, weil es auch um andere Dinge geht als um den simplen Eindruck. Und jetzt haben Sie einen mutmaßlichen Bundeskanzler, über den man viel sagen kann, aber der Mann wird wahrscheinlich nicht als bunter Hund durchgehen. Und das ist eine beruhigende Botschaft für den Rest Europas. Sie haben ja als österreichischer Bundeskanzler auch Kontakt gehabt mit vielen Regierungschefs und vielen Regierungschefinnen, mit Emmanuel Macron, aber auch mit Angela Merkel. Und wenn wir heute über Wendepunkte sprechen, also das ist jetzt auf jeden Fall ja ein Wendepunkt für Sie nach 16 Jahren als Kanzlerin. Was glauben Sie, Sie waren auch mal Kanzler, was jetzt von ihr auch abfällt? Also ich denke, wenn man sich Politiker anschaut, in diesem Geschäft werden so viele zu Zynikern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite süchtig nach den Kameras, süchtig nach der Bedeutung, süchtig am Tellerrand der Macht, gelegentlich ein paar Krummen aufzuschnappen.
Ich glaube, bei der Angela Merkel wird das nicht so sein. Sie ist eine unglaublich starke Person, die in sich ruht, die, glaube ich, niemand mehr was beweisen muss. Sie hat es der ganzen Welt bewiesen. Und ich denke, die ist eine Frau mit so vielfältigen Interessen, die wird den Weg gehen und wird, glaube ich, das gut wegstecken, dass sie jetzt andere Prioritäten hat. Wie verändert sich das Leben? Können wir uns das so vorstellen? Eben noch die großen Wagenkolonnen und morgen mit dem Fahrrad zum Einkaufen? Das ist eigentlich ein Akt der Befreiung, muss ich sagen. Ja? Ich habe das, Österreich ist da nicht vergleichbar mit Deutschland, was Security und den ganzen Aufwand betrifft. Aber ich habe das als, ich will nicht sagen als Befreiung empfunden, aber nahe dran, weil du musst dann wieder oder darfst dann selbst in den Supermarkt gehen, kannst dich eben aufs Fahrrad setzen und musst dein Leben nicht mehr permanent nach der Öffentlichkeit ausrichten. Mhm. Und das schafft schon einen wahnsinnigen Druck. Also ich habe das in meinem Leben das erste Mal verstanden, warum Künstler Lampenfieber haben. Wenn du das da oben stehst vor Massen, jeder erwartet, dass du performst, jede Regung wird, jeder Gesichtsausdruck wird interpretiert, kommentiert. Und das ist nicht der beste Teil an dem Job. Wenn Sie das so beschreiben, Sie waren vorher nicht in der Politik, Sie sind es auch jetzt nicht mehr, aber Sie waren eben wirklich im politischen Zentrum der Macht. Wir würden Sie jetzt aber auch kennenlernen, gerne, um zu wissen, was das für Sie bedeutet hat. Sie haben ja diese Laufbahn nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommen. Sie kommen eher aus einfachen Verhältnissen, kann man vielleicht sagen. Ihr Vater hat unter anderem auch als Taxifahrer gearbeitet. Was waren über alle Wendepunkte hinweg Ihre Grundüberzeugungen, Ihre Wertmaßstäbe, mit denen Sie aufgewachsen sind? Also ich glaube, dass die Prägung eines Menschen da eine große Rolle spielt. Also wenn Sie darauf anspielen, meine ganze Vorstellung, wie Menschen zusammenleben sollten, wie sie respektvoll miteinander umgehen sollen, hat sicherlich auch in einem hohen Maß auch mit Vertrauen in Menschen zu tun. Und das kommt aus der frühesten Kindheit, weil wenn du viel Liebe in deinem Elternhaus erfahren hast, dann gehst du davon aus, du vertraust den Menschen vielleicht bis zum Zeitpunkt, wo dieses Vertrauen enttäuscht wird. Wenn es anders ist, dann misstraust du ihnen vielleicht bis zum Zeitpunkt, wo das Gegenteil bewiesen wird. Und ich glaube, das macht gerade in der Politik einen großen Unterschied, weil am Ende geht es ja darum, Menschen ihre Möglichkeiten zu zeigen und nicht ihre Grenzen. Und das ist ein sehr humanistisches Verständnis, das ich immer hatte. Das war auch der Grund, warum ich mich dann schlussendlich entschieden habe, so eine Aufgabe dann auch und eine Berufung anzunehmen. Also Sie haben dieses Vertrauen von Anfang an gespürt. Haben Sie das denn durchweg auch gesehen? Also hätte zum Beispiel jede Lehrerin, jeder Lehrer Ihnen diese Laufbahn zugetraut? Nein, ganz sicher nicht. Also ich weiß noch gut, ich war Chef der Österreichischen Bahn. Das ist in Österreich wirklich eines der größten Unternehmen. Ich will nicht angeben, das ist ein Zehntel von Deutschland, das muss man relativieren. Und das ist gut gelaufen, war sehr populär, viele Zeitungscovers und so weiter. Und eines Tages sagt meine Assistentin, du, da ist jemand unten bei der Rezeption und möchte zu dir kommen. Und die hat mir dann gesagt, das ist eine alte Volksschullehrerin. Und der Witz bei der Geschichte war, die alte Volksschullehrerin habe ich mir wirklich gut gemerkt, weil die wollte meiner Mutter ausreden, dass ich ins Gymnasium gehe, also auf eine höhere Schule. So eine merkt man sich. Ja, die merkt man sich. Meine Mutter hat darum gekämpft, dass das Kind dann eine bessere Bildung bekommt. Also kommt diese ältere Dame betagt mit einem kleinen Dörtchen in der Hand in mein Vorstandsvorsitzendenbüro mit Blick über Wien, alles wahnsinnig nett, alles verzichtbar. Springt bei der Türe rein und ruft mir zu, Herr Kern, ich habe es immer schon gewusst, Sie waren mein bester Schüler, Sie waren mein ganzer Stolz. Wir in Wien sind ja an sich höfliche Menschen. Ich habe die Torte gegessen, mich herzlich bedankt und mir gedacht, schau an, so viel Glück hast du in deinem Leben gehabt. Ja. In der Tat. Und Ihr Leben hat ja bis dahin schon einiges geboten, muss man sagen. Sie waren so mit Anfang 20 alleinerziehender Vater schon, haben dann studiert, als Wirtschaftsjournalist gearbeitet, waren dann mal ganz kurz in der Politik, auch als Referent eines Staatssekretärs, waren dann aber in der Wirtschaft. Sie haben es gesagt, 20 Jahre Vorstandsvorsitzender bei den österreichischen Bundesbahnen. Wie war denn der Moment, als dann plötzlich jemand kam, ich weiß nicht, ob es einer war oder mehrere, und gesagt haben, wir sehen dich als kommenden Bundeskanzler und auch noch als Parteivorsitzenden. Wie war dieser Moment? Also eigentlich ist das ja etwas, was nicht so von heute auf morgen entsteht, sondern es entwickelt sich und das hat seinen Vorlauf. Da gibt es Gerüchte, dann gibt es die ersten Zeitungsartikel und dann kommt tatsächlich jemand so zu dir. Und ich muss sagen, es ist auch ein Akt der Hybris, weil es ist das höchste Amt in unserem Land. Natürlich ist man fasziniert von den Möglichkeiten, aber auch von der Verpflichtung. Und dann
denkst du dir manchmal, okay, die trauen mir das zu. Und das ist doch wirklich beeindruckend. Und wäre das nicht was? Und dann kommt aber der Moment, wo du nicht mehr Nein sagen kannst, weil dann entsteht so eine Dynamik. Also es verselbstständigt sich. Ja, es verselbstständigt sich. Und ich bin überzeugter Sozialdemokrat. Ich stehe zu den Werten der Sozialdemokratie. Und du kannst dich dem dann nicht entziehen, weil das wird dann wirklich zu einer Verpflichtung. Also du entscheidest das ja dann nicht mehr für dich, sondern für deine Familie im hohen Maß, was schwierig ist manchmal, aber natürlich auch in Wahrheit auch für die Gesellschaft, in der du lebst und der du viel verdankst. Aber Sie haben ja schon angedeutet, die Lawine begann ja irgendwann erst zu rollen und irgendwann hat sie sich verselbstständigt. Zu Beginn haben Sie dann noch Ihre Frau gefragt, was sie davon hält? Ja, natürlich, wir haben das intensiv diskutiert. Und sie war nicht übermäßig begeistert, muss ich sagen, weil, naja, weil? Das ist der tückische Preis der Politik. Ich habe eine fantastische Frau, die ist wahnsinnig erfolgreich, unglaublich intelligent, selbstbewusst, hat unglaublich vieles, was man jetzt positiv hervorheben könnte. Und das bedeutet natürlich, dass ich sie mit meinem Schritt in die Öffentlichkeit auch noch viel mehr ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt habe. Und das ist ja, man glaubt ja, wenn jemand in die Politik geht, dass man da nur Privilegien hat. Aber das ist ja nicht so. Es hat ja gerade auch für die Familie Nachteile. Die Tochter wird in der Schule darauf angesprochen, die Buben werden darauf angesprochen. Es gibt ja auch Leute, die dich nicht unterstützen, sondern das Gegenteil. Und vor dem Hintergrund war es da eine gewisse Skepsis. Und schlussendlich war das dann auch der Grund, ein wesentlicher, um aus der Politik wieder auszuscheiden, weil wir gesehen haben, dass der Preis für uns auch als Familie ein hoher war. Und wenn Sie nochmal an den Anfang zurückgehen, Sie hatten bis dahin zwar in der Wirtschaft natürlich bedeutende Funktionen, aber hatten ja in der Politik noch kein bedeutendes Amt inne. Haben Sie sich auch gefragt, bei aller Hybris, die dann entsteht, toll, dass die mich fragen, kann ich das? Ja, natürlich fragst du dich das, aber du musst Folgendes sehen. Also ich glaube, ohne Übertreibung, es ist ganz gut gelaufen. Also bis zu diesem Zeitpunkt, Karriere immer nur nach oben und du denkst dir dann, na klar kann ich das. Und stellst dann aber sehr schnell fest, dass alles, was du gelernt hast, deine ganzen Instinkte, die Art und Weise, wie du entscheidest, mit Menschen umgehst, in der Politik eigentlich, also du bist als Manager überhaupt nicht vorbereitet. Also alle, die große Läden führen und dann glauben, das mache ich auch noch so mit links, also den Irrtum, da kann ich viel dazu erzählen, ist mir auch so gegangen. Es ist ein anderes Geschäft. Mhm. Du musst ihm bereit sein. Manche sagen schmutziges Geschäft, würden Sie das auch sagen? Ja, ich glaube, wenn in Deutschland über schmutzige Politik geredet wird, da lachen wir Österreicher drüber, weil das ist ein Kinderfasching, ein Kinderkarneval übersetzt für Deutsche im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern abgeht. Also bei ihnen ist das immer noch sehr nobel. Aber das musst du abgewöhnen. Die Leute glauben dann, das trifft dich dann, weiß Gott wie. Mhm. Ich habe einmal mit dem Tony Blair darüber gesprochen und habe dem gesagt, da war er lange aus der Politik weg, war bei uns zu Gast. Und der ist ja fast auf der Straße angespuckt worden wegen dem Irakkrieg. Ja. Ich habe gesagt, du, wie gehst du damit eigentlich um? Wie kann man das eigentlich aushalten? Ja. Und der hat dann gesagt, nein, weißt du, du musst dir das aus den Kleidern schütteln und weitermachen. Und diese Fähigkeit braucht es auch in der Politik. Da musst du aber den Sinn sehen, das Ziel vor Augen haben und wissen, was du willst. Und das kann nicht nur ein persönliches Motiv sein. Wenn wir so einen Wendepunkt sehen, da Ja zu sagen, noch kein politisches Amt gehabt, aber ich werde jetzt Bundeskanzler, hört sich das so an, als brauchte man da viel Mut dazu, Frau Bäumer? Das wäre genau ein Kandidat für meine Eskapade. Genau sowas. Ja. Großartig. Also wirklich diesen Mut zu haben, zu sagen, oh, da ist was fast Überdimensionales, fast Unvorstellbares vielleicht und in der Gesamtbiografie kein Hinweis darauf und dann zu sagen, mache ich. Was sind das für Menschen, die dann wirklich das Glück beim Schopfe packen und eine Wende einleiten im Leben? Ja, braucht eine Menge Mut. Der gewachsen ist im Leben, den sie möglicherweise mitbekommen haben von ihrer Herkunft her. Und sehr, sehr hilfreich wäre, weiß nicht, ob Sie das gehabt hatten, Ermutigung von anderen Menschen. Idealerweise von Ihrer Frau, aber das war offenkundig nicht so. Sehr, sehr spannend finde ich, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben, die nicht sehr viele Leute aus der Wirtschaft machen. Die schimpfen über die Politik, die schlimme Politik.
die alles versaut, sind sich aber nicht im Klaren, dass Wirtschaft und Politik völlig unterschiedliche Systeme sind. Dass, wie Sie gerade gesagt haben, die Entscheidungsprozesse in der Wirtschaft gänzlich andere sind als in der Politik. Dass Sie in der Wirtschaft, wenn Sie ein gravierendes Problem haben, das auslagern können an die Politik. Und wohin soll die Politik Probleme auslagern? Soziale Probleme beispielsweise. Also das war eine interessante Erfahrung, die Sie gemacht haben. Und diese irgendwann mal, naja, kann man das sagen, dass Sie irgendwann dann gesprungen sind? Ja, so kann man es sagen. Ich finde das mit der Ermutigung interessant, was Sie gesagt haben, weil natürlich hat meine Frau das unterstützt, sonst geht es ja wirklich nicht. Also keine Frage, wir haben uns dann gemeinsam dazu entschieden. Nur, du bekommst in dem Geschäft, in der Politik so viel zurück, was jetzt gar nicht mit den medialen Anerkennungen oder sonst was zu tun hat. Ich darf nur eine Anekdote erzählen. Wir haben in Wien, das ist die größte 1. Mai-Kundgebung, Tag der Arbeit. Mhm. Ich glaube weltweit, erfahrungsgemäß kommen da 100.000 Leute, die ziehen dort vorbei und dann am Ende sind da 30.000, 40.000 Leute auf dem Rathausplatz in Wien. Und du bist dann der Letzte auf dieser Bühne, der dort sprechen kann und du schaust dort runter und dort stehen wirklich 30.000 Menschen Schulter an Schulter und warten auf deine Worte. Und das Faszinierende bei der Geschichte ist, du schaust dorthin und siehst, die brennen für dieselben Überzeugungen wie du. Denen geht es nicht um einen Job, denen geht es nicht, dass sie einen persönlichen Vorteil haben. Die wollen einfach diese Welt ein Stückchen besser machen. Und das ist eine derartige Lektion in Demut, weil du fühlst dich einerseits wie ein Tropfen im Ozean, aber ich kann Ihnen sagen, das ist Adrenalin in einer Art und Weise, dass du da zurückbekommst. Bei der Geburt meiner Kinder habe ich das erlebt, aber sonst lange, lange nichts. Und gleichzeitig ist es aber auch so, das habe ich gemeint mit dem Lampenfieber von Künstlern, dass du weißt schon am Vorabend, da werden jetzt so viele Leute kommen, du wirst wieder im Mittelpunkt stehen und die Kameras und so weiter. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe es ganz passabel gemacht, aber wenn mir einer angeboten hätte, Christian, bleib zu Hause am Sofa, ess meine Packung Chips. Ich sage Ihnen, ich wäre verführbar gewesen. Also es ist Druck pur. Ich will nicht, dass man sich Gerechtigkeit kaufen kann. Ich will nicht, dass alles in unserem Leben ein Preisschild bekommt und dass der Wert eines Menschen von seinem Kontostand abhängt. Das macht schon was mit einem, wenn man das so erfährt. Ja, nein, es ist eine Mischung aus wirklich größter Demut, weil du fühlst dich wirklich wie ein Tropfen im Ozean, das beschreibt es. Mhm. Und gleichzeitig, wenn du dann am Abend nach Hause kommst, das sind dann stundenlang Selfies und mit Leuten, mit denen du plauderst, Hände schüttelst. Das ist so energetisch. Also ich denke mir, wenn ein Künstler ein Konzert hat, bin ich, was die Frau Ott sagt, und diese Interaktion mit dem Publikum so gelingt. Also ich beneide sie darum, um dieses Erlebnis. Ich kann mir vorstellen, wie viel man arbeiten muss, um das zu erreichen. Aber das ist etwas, was du wahrscheinlich sonst nur in der Politik erleben kannst. Sie sind ja auch anders aufgetreten als Bundeskanzler. Sie kamen von außen, man hatte auch so den Eindruck, diese Parteienspiele, das ist gar nicht so ihr. Sie wollen wirklich was verändern. Hatten Sie auch wir haben am Anfang von Hybris gesprochen, hatten Sie auch die Schutzpe zu sagen, ich mache jetzt auch Dinge anders, auch im Umgang mit den Medien zum Beispiel, als Ihre Vorgänger? Ja, wir haben uns da intensiv auseinandergesetzt und, glaube ich, einiges auch verändert. Also ich war der Meinung, dass die großen politischen Parteien, und man hat es ja bei der Deutschlandwahl gesehen, wie eigentlich der Abstieg der letzten 20, 30 Jahre passiert ist, aufpassen müssen, die politischen Parteien der Etablierten, dass nicht ein totes Pferd reiten, weil unsere Gesellschaft verändert sich und politische Strukturen, die nur sich auf den eigenen Bauchnabel schauen und nur sozusagen mehr nur noch in dieser Funktionärsdenke sind, die sind zum Untergang verurteilt. Und das war die Überlegung, wo wir gesagt haben, wir müssen das politische Amt anders interpretieren. Das ist ein Teil deines Lebensweges, aber nicht etwas, was du von der Wiege bis zur Bahre machst, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen andere Erfahrungen sammeln. Und das sind aber Mechanismen, die nicht überall gleichmäßig gut ankommen. Und meine Beziehung zu den Boulevardmedien war... Nehmen wir die Kronenzeitung? Inferior, ja. Mhm. Absolut inferior. Inferior? Ja, muss man sagen. Weil? Die haben einen wahnsinnigen Einfluss in Österreich auch gehabt. Und das war üblich, dass der Chef der Innenpolitik dreimal in der Woche ins Bundeskanzleramt gekommen ist und dort sich als Ratgeber geriert hat und nicht als Journalist. Und ich weiß noch gut, als
das erste Mal jemand um einen Termin angefragt hat, hat meine Assistentin gesagt, er will einen Termin. Und ich habe gesagt, gut, in 3 Wochen geht das, bereiten wir uns vor. Die hat gesagt, nein, der will heute am Nachmittag kommen. Ich habe gesagt, warum? Ich meine, ich bin der Bundeskanzler der Republik Österreich, ich habe jetzt anderes zu tun, als mit den Damen und Herren da zu plaudern. Und das nehmen dir die wahnsinnig übel, weil die sind verstoßen worden aus ihrer Fantasiewelt. Und wenn dann Kritik kam, konnten Sie Blair beherzigen? Konnte das wirklich an Ihnen abperlen? Bei mir haben viele Politiker gesagt, das ist nicht so einfach, das nicht an sich ranzulassen. Nein, das ist es nicht, aber es ist ein Überlebensmodus. Und auf der anderen Seite hast du ja das Glück, du hast ja das andere auch. Du bekommst ja unglaublich viel Motivation von deinen Anhängern. Was übrigens auch ein Problem ist, weil du triffst ja vor allem deine eigenen Anhänger, die dir ständig erklären, wie toll du bist. Und dabei übersiehst du dann halt oft, dass manche halt das nicht so sehen. Ich weiß noch gut, ich war mit dem Martin Schulz in Vilshofen damals, größte Aschermittwochveranstaltung der SPD aller Zeiten, größer als die der CSU damals 2017. Es war eine Explosion der Emotionen. Und wir sind da beide rausmarschiert und ich bin dann nach Hause zu meiner Frau und habe gesagt, du Evelyn, der nächste Bundeskanzler Deutschlands, ich lege mich fest, Martin Schulz. Mhm. Die hat mich von oben bis unten angeschaut und gesagt, ja, du und deine Freunde. Sie hat einen besseren Instinkt gehabt als ich. Wir wissen, es kam anders. Obwohl, ist ein großartiger Typ, also ich will nicht, dass wir es jetzt falsch einordnen. Großer Mann. Joschka Fischer hat gesagt, Macht macht einsam. Ist das so? Ja, das tut es in einer gewissen Weise, weil du ja auch wahnsinnig aufpassen musst, dass sich deine Persönlichkeit nicht verändert. Weil du fährst das größte Auto, hast das größte Büro, wo du hinkommst, wirst du hofiert, jede Wunschwette von den Augen abgelesen. Und irgendwann einmal glaubst du, das bist du und deine grandiose Persönlichkeit und nicht die Rolle. Mhm. Und das, ich habe viele gesehen, die bitter werden. Auch übrigens die Geschichte der deutschen Bundeskanzlerin ist ja interessant, weil ich glaube, Angela Merkel wird eine sein, wo es nicht so ist. Aber bei vielen war das die Zeit nach der Politik ja eigentlich eine von durchaus persönlicher Tragik gezeichnete. Joschka Fischer hat auch gesagt, er konnte die Härte, die er sich so im Alltag angewöhnen musste, zu Hause nicht immer abstreifen. Mhm. Ist das so? Also das ist mir leicht gelungen, kann ich Ihnen sagen, weil bei uns in der Familie war das, du wirst nichts Besonderes und Besseres, nur weil du Bundeskanzler bist. Und wenn ich um 9 am Abend meine Tochter ins Bett gebracht habe, gesagt habe, du schläfst jetzt, ich bin der Bundeskanzler. Nicht schlecht. Zumindest das, ja, solange ich Bundeskanzler bin. Das können nicht wieder. Genau. Also das war nichts. Ja. Es dauerte dann ja auch nicht lange und es standen Neuwahlen an. Sebastian Kurz war Ihr Konkurrent. Sie sind in den Wahlkampf gezogen, eigentlich zum ersten Mal. Wir haben ja auch gerade hier einen Wahlkampf erlebt, da zurückschauen. Worauf kommt es im Wahlkampf an? Geht es da nicht auch sehr viel um Attitüde, um so das Erscheinungsbild der Wahlkämpfer? Nein, ganz sicher. Das hat man ja bei Armin Laschet jetzt gesehen mit dem Lachen am falschen Ort. Das hat wahrscheinlich wirklich Kredit gekostet. Nur ich glaube, man soll Wahlkämpfe nicht überbewerten, weil das, was da in Deutschland passiert ist, ist ja nicht der Normalfall gewesen. Mhm. Normalerweise am Beginn eines Wahlkampfs kannst du relativ sicher voraussagen, wie es ausgehen wird. Das ist eigentlich der übliche Fall, weil Politik sich eigentlich mehr so anhand der großen Wellen entscheidet, die gesellschaftlich da sind. Und ich habe viel nachgedacht über die Frage, ob der Führer seine Zeit und die Gesellschaft prägt oder ob die Gesellschaft nicht eher den Führer prägt. Mhm. Und bin eigentlich zu Einschätzungen, das ist Zweiteres, dass sich die Zeit ihre Führungsfiguren sucht. Und ich denke, das war jetzt auch ein Grund in Deutschland, weil, wenn ich das mit Respekt sagen darf, es ist ein großartiges Land, niedrige Arbeitslosigkeit, wahnsinnige Wirtschaftsdynamik. Aber es ist spürbar geworden, dass nicht mehr alles richtig läuft. Und wenn Sie sich ansehen, allein die Wahl dann mit den nicht vorhandenen Wahlzetteln in Berlin, das in Deutschland passieren kann, das ist eine simple Geschichte, einfach Missmanagement, wundert man sich von außen. Afghanistan-Rückzug, die Vorinformation bei der Flutkatastrophe und auch die Art und Weise, wie in Corona am Ende passiert ist, dass viele, die eigentlich den Laden zusammenhalten, in den Supermärkten arbeiten, in der Pflege, in den Schulen, in den Kindergärten, dass die eigentlich waren, die durch die Finger geschaut haben und andere eigentlich eine trotz allem gute Zeit hatten. Das ist einfach da und das verändert die Gesellschaft. Und deshalb war es am Ende kein Wunder, dass die SPD, glaube ich, da sehr gut abgeschnitten hat. Wie war der Moment, als Ihnen klar war, wir verlieren die Wahl? Meine Zeit als Bundeskanzler ist zu Ende?
Also du fightest natürlich drum, klar, aber es hat sich schon abgezeichnet gehabt, auch in einer gewissen Weise. Überlegst dann, was du weiter machst. Du stellst dir dann auch persönlich Fragen natürlich. Und da ist halt, wie soll ich sagen, das ist nicht so der Punkt, der dich jetzt aus der Bahn befördert. Du brauchst eine Zeit, um es zu verstehen. Ich weiß noch gut, ich war in meinem, es war ein witziger Zeitpunkt, als ich, der letzte Tag, an dem ich Bundeskanzler war, wollten wir im Freundeskreis den Abschied von Sigmar Gabriel feiern, hier in Berlin. Ich darf das erzählen. Mhm. Eine großartige Fete, und ich war dort eingeladen, um eine Rede auf den abgehenden Sigmar Gabriel zu halten. An Ihrem letzten an diesem Tag? Tag, ja. Das war, aber es war gut, ja, es gab genug Alkohol, also, es war, also wir saufen nicht, aber Entschuldigung. Und am Ende ist die Geschichte ganz anders gekommen, weil ich erst danach Außenminister geworden und es ist weitergegangen. Und so ist das halt in der Politik, manchmal bist du oben, manchmal bist du unten. Aber wie war das, wenn Sie diesen letzten Tag sehen? Haben Sie Ihren Schreibtisch selbst ausgeräumt oder kriegen Sie irgendwelche Kisten dann wohin gestellt? Also wie waren diese Momente? Das ist echt unromantisch. Ja? Das ist, du gehst, vorbei, es kommt der Nächste. Es ist eher so für mich interessant, so der Moment gewesen, wo du das erste Mal die Türe hinter dir im Bundeskanzleramt schließt. Das war übrigens bei meiner anderen Stationen bei der Bahn auch so, wo du bist es dann und das ist ein Prozess, ein gewisser, und denkst dir, okay, toll, jetzt habe ich das erreicht und jetzt habe ich diese Möglichkeiten. Und dann machst du die Türe zu und du hast nicht einen Moment der Erleichterung oder der Freude. Also Fußballspieler schießen ein Tor, gewinnen etwas, freuen sich, aber du machst die Türe zu und spürst dann diese Verantwortung und das, was auf dich zukommt, in einem hohen Maß. Und insofern war das, was danach gekommen ist, eigentlich fast leichter als dieser Moment, wo du das erste Mal dann ganz klar weißt, okay, jetzt bist du es. Also für Sie war es dann leichter, sich zu verabschieden, so hört sich das für mich an. Sie haben aber auch beschrieben, dass vielen das Abgeben von Macht, das wir ja jetzt auch wieder erleben, ne, in vielerlei Hinsicht und immer wieder nach Wahlen erleben, schwerfällt, dass da auch Bitterkeit bleiben kann. Gibt es auch Entzugserscheinungen bei Politikerinnen und Politikern nach Machtverlust? Ja, im höchsten Maß. Das ist im höchsten Maße so. Und ich denke, diese Politik hat ja ein Problem. Das ist, die meisten machen ihr ganzes Leben lang nichts anderes. Und das ist ein bisschen so, als ob du sagst, okay, du möchtest das Meer überqueren mit einem Segelschiff. Und du segelst in Richtung des Horizonts, siehst die Wolken, die Sonne, das Meer glitzert und denkst, es ist prachtvoll, es ist grandios. Und dann kommt vielleicht ein Moment, aber wo du sagst, wir werfen Anker, nehmen Schnorchel und Taucherbrille und schauen, was da in der Tiefe ist. Und du bist fasziniert von diesem unglaublich vielfältigen Kosmos voller Möglichkeiten und Perspektiven. Mhm. Und so geht es mir. Ich bin ein neugieriger Mensch. Also ich möchte lernen. Ich finde so viele Dinge im Leben fantastisch. Und ich habe das Gefühl, dass viele in diesem politischen Raum das irgendwie verlernt haben und nur noch in diesem Tunnel sind, wo es nur noch um die Schlagzeile des nächsten Tages geht und ob sie selber drin gut oder schlecht vorkommen. Und wenn dann am Ende des Tunnels steht, ich habe die Wahl verloren und ich habe rechts und links nichts mehr, dann... So ist das, ja. Wovon hängt es ab, ob ich mit einem Machtverlust gut klarkomme oder nicht? Das hat ganz sicher mit Ihrer Familie zu tun, dass Sie ein eigenes, enges Netz haben, direkt um sich herum, von dem Sie getragen werden, in das Sie zurückfallen können. Nach meiner Einschätzung, ich war selber mal 3 Jahre in der Politik tätig, vor vielen Jahren, das Verführerische in der Politik ist, dass sie so viel Sinnerfüllung erfahren, die daraus resultiert, dass sie ein riesiges Netz, je mehr Macht, desto mehr Netz um sich herum haben. Viele, viele Zusammenhänge, dass sie das Bewusstsein haben, sie können Dinge beeinflussen. Als Bundeskanzler natürlich noch ganz andere, aber auch der Lokalpolitiker vor Ort kann beeinflussen, dass hier eine Brücke gebaut wird, eine Fußgängerbrücke oder was auch immer. Und dass ihm dafür auch mal gedankt wird. Einmal, dann nicht mehr. Und diese Sinnerfüllung ist so stark, dass Menschen darüber ihr privates Netz vernachlässigen. Und nicht ahnen, dass wenn die große Sinnerfüllung durch das große Netz wegfällt, sie ins Nichts fallen. Und das ist ihnen entgangen. Zum Glück, aber ich muss sagen, bei dem Abgang am Ende enttäuscht du Menschen. Also wenn du dich dann entscheidest, ich will das nicht mehr und ich habe es aktiv getan, das hat auch einen Preis. Also
du findest deinen Weg, aber du lässt schon auch viele zurück, also die enttäuscht sind. Eine Entscheidung für etwas, in dem Fall zum Beispiel für die Familie, weil Sie ja gesagt haben, das hat auch eine Rolle gespielt, ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas anderes oder gegen andere. Wenn Sie es beschreiben würden, weil Sie ja sagen, Sie waren nie in dieser engen Spur, in diesem Tunnel. Was macht heute Ihr Leben aus? Ja, wir beschäftigen uns, ich bin wieder in der Wirtschaft zurück, wir haben ein eigenes Unternehmen, meine Frau, ich, ein dritter Partner, und wir entwickeln Technologieunternehmen, die sich mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen, von Elektromobilität bis erneuerbare Energie, weil wir den Luxus haben, heute sagen zu können, wir machen Dinge, wo wir glauben, die haben Sinn, da können wir uns auch in den Spiegel weiterschauen. Und es ist nicht nur Altruismus, weil das ist zum Glück der Zug der Zeit, dass diese ganze Climate Tech oder diese grünen Technologien natürlich auch kommerziell mittlerweile vor einer echten Blütephase stehen. Und das macht unglaublich viel Freude. Wir sind in Israel, wir haben Geschäfte in Deutschland sehr viel, in vielen, vielen verschiedenen europäischen Ländern. Und da lernst du wirklich jeden Tag dazu, vor allem auch wenn du mit den jungen Leuten zusammenarbeitest, die kommen, die für eine Idee brennen, die der Welt zeigen wollen, wie man es besser machen kann. Das ist fantastisch und ein echtes Privileg. Und im Übrigen war es ja nicht nur die Familie, sondern auch das Wissen, dass es da unten ein fantastisches Korallenriff gibt. Sie haben ein Leben außerhalb der Berufspolitik geführt, dann der Wendepunkt mitten rein, auch noch Kanzler, jetzt wieder draußen. Ich glaube, das sind Wendepunkte, von denen nicht viele Menschen berichten können. Und es ist schön zu hören, dass Sie so viel Sinn jetzt heute auch in Ihrem Tun finden und das Korallenriff mit allen Farben weiterhin entdecken und immer weiter entdecken. Vielen Dank. Danke sehr. Wir alle haben ja Wendepunkte im Leben und dann gibt es besondere Erfahrungen, die uns wieder eine Richtung einschlagen lassen. Wenn Sie so Ihre Richtung sehen, die Sie genommen haben, Frau Bäumer, hat es auch immer was damit zu tun gehabt, nicht am Leben vorbeizuleben? Ja. Ja? Ja, ich glaube schon, ja. Ganz und gar. Wenn, dann ganz und gar. Wenn, dann jetzt, heißt meine nächste Tour. Wir sprechen auf jeden Fall über Ihre Wendepunkte, über Ihr Atelier Escapade, über die Schauspielerei, über Frankreich, über einiges. Aber zunächst wollen wir Sie noch mal in dem Element erleben, in dem viele Sie kennen, als Schauspielerin. Ziehen Sie sich aus. Was? Na los, ziehen Sie sich aus. Sind Sie gut gebaut? Schlimmer hätte es die Familie nicht treffen können. Sag deiner Mätresse, sie soll erst kommen, wenn ich nicht da bin, sonst kratze ich. Warum lässt du es zu, dass Marek so behandelt wird? Ich schocke die Polizei, ich gehe nicht kapschieren. Er ist mein Bruder. Er hat sich hier ein Leben eingemischt, das ist ein Fehler. Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und ich heiße Romy Schneider. Unglücklich? Ja. Alleine für einen weiteren Sissy-Teil. Ich sag's jetzt zum allerletzten Mal. Ich bin schon längst nicht mehr Sissy und ich war es auch nie. Wir haben Sie als Romy Schneider gesehen und ich weiß, Herr Kern hat auch geschwärmt von diesem Film. Großartig. Romy Schneider hatte ja auch ein großes Faible für Frankreich. Und als Sie 17 waren, da sind Sie auch nach Frankreich gereist. Bedeutendes Ereignis im Nachhinein. Kann man sagen, Sie haben sich in das Land verliebt? Ja. Ja? Ja, und ich habe auch jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder mit jemand drüber gesprochen und gesagt, es ist eine sehr konstante, wachsende Liebesbeziehung. Oh. In was haben Sie sich verliebt? In den Charme, in die Schönheit, in die Sinnlichkeit, in das, was ich höre, rieche, schmecke, den Dialog, all das, was auch eigentlich mit einem Menschen stattfindet. Wenn Sie das beschreiben. Manchmal richtig schjong. Wenn Sie das beschreiben, Sie haben ja heute Ihren Lebensmittelpunkt dort, ne, in der Provence. Die Gerüche, die Gesichter, die Eindrücke. Was macht da Ihren Alltag aus? Vermitteln Sie uns das mal so ein bisschen. Also ein Beispiel wäre, ich gehe mal schnell 5 Minuten Zitronen noch holen, haben wir vergessen. Und du kommst nach einer Stunde wieder zurück, weil du beim Obst- und Gemüsehändler, den du seit 15 Jahren kennst, alles noch mal ganz kurz abhandeln musst. Das ist so ein typischer Moment. Sommer draußen schlafen, stimmt? Im Sommer draußen schlafen. Also ich habe ein Himmelbett und dann sagen alle, wie machst du denn das dann, wenn es regnet? Und dann sage ich,
Das hat so Leinenvorhänge und wenn es regnet, dann nehme ich, das sind so drei geteilte Matratzen, die kommen entweder unten drunter oder die nehme ich mit rein und dann wird das schnell zusammengerollt und wenn es aufhört. Das Tolle ist in der Provence, es regnet manchmal sinnflutartig, aber es hört schnell wieder auf und dann kann man schnell wieder raus. Wenn wir Sie sehen, auch auf Fotos dort, sind oft Pferde mit dabei. Was gibt Ihnen dieses Leben mit den Pferden? Die Pferde sind, wie tatsächlich einer meiner engsten Freunde mal zu mir sagte, der Schlüssel heute für alles. Und damit meine ich wirklich alles, hat er gesagt. Ja. Und dieser Satz ist mir in den letzten, ich bin ja so schlecht mit Zeiten, ne? Ich weiß schon nicht mehr, was letzte Woche war. Also sagen wir mal, so grob 4 Jahren immer und immer wieder gekommen. Was haben die Pferde bei Ihnen aufgeschlossen? Sie sind für mich meine Partner, Alltagspartner, die ich begleite, an denen ich merke, ob ich meinen Boden habe oder nicht, ob ich in meiner vertikalen Achse stehe, die, wie ich sie nenne, die männliche, oder in der, im Innenministerium weiblichen mehr gut unterwegs bin, ob das irgendwie im Einklang ist, ob ich so in mir ruhe, dass ich fein kommunizieren kann oder grob werde, unachtsam. Sie sind unheimlich witzig, sehr gesprächig, überraschend, auch in ihrer Präsenz und dahinter Ängstlichkeit. Also es ist sehr viel, was wir so austauschen. Und ich sag manchmal, ich gehe in den Stall und komme schlauer wieder raus. Also die Pferde zeigen Ihnen ja auch, wer Sie gerade sind und wie Sie gerade sind und zeigen Ihnen dann, wenn Sie ganz bei sich sind. Wenn wir jetzt noch mal über Frankreich dann wiederum auch reden, kann es sein, dass Sie da einfach mehr Sie selbst sind als in Deutschland? Also ich würde es jetzt einfach mal so sagen, weil ich ja da lebe. Ja. Und das, ich finde, da, wo man zu Hause ist, ist man am meisten man selber. Also so geht es mir zumindest. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass in Frankreich, in der Provence, Sie für die Menschen, die Marie sind und nicht Marie Bäumer, die Schauspielerin? Das ist in meinem Alltag in Deutschland nicht so präsent. Also manchmal, wenn ich dann morgens in der Post bin und jemand ganz nett sagt, ich mag das sehr gerne, was Sie machen. Und dann denke ich so, oh Scheiße, habe ich ihr wieder Nase gebohrt oder was? Das gibt es dann schon, aber es ist für mich eigentlich immer noch oder wieder überraschend. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in Deutschland so mit einem Schutzmantel durch die Gegend laufe. Sie bleiben offen. Ja, das ist dann einfach so. Auf der einen Seite haben Sie als Lebensinhalt die Schauspielerei, da ist Frankreich, aber da ist auch das Atelier Escapade, was Ihnen wichtig geworden ist und was ja auch eine Art berufliches Standbein für Sie geworden ist. Was ist der Kern? Was wollen Sie damit erreichen und vermitteln? Also das Atelier Escapade hat im Grunde genommen seinen Ursprung an einem tatsächlichen Wendepunkt, der keine Abwendung war, sondern vom Schauspiel, sondern vielmehr eine Hinwendung zu etwas Neuem und das Alte gut sortiert mitgenommen. Und das war die Tour mit Pferden durch Amerika vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren, ist jetzt auch nicht so wichtig, mehreren. Wir lassen uns mit den Zahlen. Mit so, muss egal. Ungefähr 5 oder 6 gewesen sein. Da bin ich von Arizona bis Montana für eine Art Dokumentation geritten und mit einem verrückten Amerikaner, der schon irgendwie Amerika viel durchreist hat. Und ich bin nach Hause gekommen und saß auf der kleinen Steinmauer vor meinem Haus und sah so die Fassade hoch und dachte, ich will dieses unfassbare Freiheitsgefühl nicht mehr aufgeben. Gar nicht mehr. Und darin auch keinen Kompromiss mehr machen. Und dann habe ich gedacht, okay, und was gehört jetzt mit dazu? Und dann war als allererstes klar, das Pferd und die Bewegung mit dem Pferd. Also tatsächlich das mit, sich mit dem Pferd durch die Lande zu bewegen. Da plane ich jetzt die nächste Tour durch Europa, die eben Wenn, dann jetzt heißt. Und dann habe ich gedacht, okay, Freiheit sucht ihre Form. Also wenn wir nur in der Freiheit sind, landen wir irgendwo im Chaos. Also brauche ich irgendein Baugerüst, am besten auf Rollen, weil ich dieses Abenteuer-Enzym immer in mir hatte. Also irgendwie möchte ich immer beweglich bleiben.
Und dann kam mir der Gedanke, dass ich mit meiner Methode, die ich als Schauspielerin bis dato entwickelt hatte und ja auch leidenschaftlich unterrichte, immer noch, die maßgeblich durch den Körper geht, also wieder sehr stark mit Bewegung zu tun hat, Blockaden und Schrauben im Körper löst und damit Kräfte automatisch freisetzt. Also auch wieder nichts im Außen suchen, sondern das, was wir haben, freilegen und damit die Eskapade zu starten. Und das richtet sich dann an alle, die dafür offen sind. Also hier zum Beispiel auch an unserer Runde würden Sie sagen, ja, wir kommen dann zu Ihnen. Und ist es dann auch so ein Überprüfen, wie Sie das mit dem Pferd gesagt haben? Bin ich bei mir im Leben? Stehe ich da an dem Punkt, der zu mir passt? So? Ja, ganz genau. Und Stand ist schon mal der erste Punkt. Ich habe dann gesagt, gut, ich bin aber so ein bisschen Detailfreak und methodisch. So bin ich auch schauspielerisch erzogen. Also habe ich gesagt, 1, 2, 3. Raum, Bewegung, Verbindung. Fängt an mit dem Raum, 360 Grad um uns rum, eine Armlänge, ist mein persönlicher Raum. Wie stehe ich da drin? Mhm. Das fange ich ohne Pferde an, dann geht es in die Verbindung und dann die Bewegung. Und dann kommen die Jungs dazu und ich arbeite mit Hengsten, was ziemlich ungewöhnlich ist in diesem Bereich. Das heißt, ich habe Pferde, von denen ich auch diese Lebendigkeit, die Kraft, diese archaische Kraft und diese extrem hohe Sensibilität lassen möchte. Und es ist gerade interessant mit Männern, sie hören mir sehr aufmerksam zu, schreiben Sie bitte mit, sind herzlich eingeladen, du auch. Und ja, also dass gerade Männer das als eine unglaubliche Erfahrung verbuchen, wenn sie in Freiheit, was mein Bestreben ist, den Teilnehmern und gerade die, die mit Pferden nichts zu tun haben, so schnell wie möglich die Möglichkeit zu geben, dass sie sich tatsächlich physisch und von ihrer Energie her frei mit dem Pferd bewegen können. Und wenn die dann mit so einem dieser Kollegen durch die Valla Pampa marschieren und der läuft ihnen hinterher ohne Seil und irgendwas wie ein Hund oder sie fangen an, sich wirklich mit dem zu bewegen, ist das schon mal ein Erlebnis. Also, und zeigt auch, ob jemand die Führung übernimmt oder nicht. Oder, Sie haben sich damit ja ein zweites Leben aufgebaut. Ne? Das zeigt ja auch, wie breit unser Leben sein kann. Sie, Herr Kern, haben ja auch gesagt, Sie haben so breite Interessen. Was wären Sie noch gerne oder auch gerne geworden, wenn Sie mal so Ihre Interessen sich mal entfalten lassen? Also ich muss sagen, da steht heute unglaublich viel zur Auswahl. Also ein Buch mal zu schreiben, wäre eine ganz große Sehnsucht. Ich bin aber auch ein bisschen ein profaneres Gemüt, wollte Profifußballer werden. Aber mir ist so dieses brasilianische Fußballtalent leider nicht in der Wiege gelegen. Mehr der Arbeitertyp? Ja, genau. Ja. Schön formuliert. Ja. Was gibt uns das, so zwischen zwei Welten zu pendeln, auch zwei vielleicht Leidenschaften nebeneinander zu haben? Hält das Leben auch lebendig? Unbedingt, ja, das ist Schaukeln. Und wer schaukeln kann, bleibt nicht in einer Wirklichkeit stecken, sondern kann immer noch in eine andere Wirklichkeit schaukeln und auch wieder zurück. Wer schaukeln kann, hat mehr vom Leben. Und hat mehr Spaß. Das nehmen wir mal mit als Zitat schon mal für heute Abend. Das ist so toll. Das ist so toll. Entschuldigen Sie, aber ich will jetzt gar nicht unterbrechen. Erstens liebe ich es zu schaukeln und ich bin so beleidigt, dass man in meinem Haus in Frankreich in diese alten Balken keine großen Haken reinschrauben durfte, weil ich immer eine Schaukel, also und wirklich im Altbau früher eine Schaukel, die richtig durch den ganzen Raum gesegelt ist. Also nichts mit Schaukel. Dafür gibt es jetzt eine Hängematte, sehr viel mäßiger. Aber was mir dazu einfällt, ist, dass mir irgendwann mal jemand sagte, ja Marie, das ist schön, wenn man so zwischen den Polen, so intensiv zwischen den Polen lebt. Du musst nur ab und zu mal in der Mitte vorbei. Was würden Sie denn sagen über die Pole und Wendepunkte hinweg? Wie sind Sie? Was macht Sie aus, wenn Sie mal in sich schauen? Also ich glaube, dass ich schon mit so einer Kiste auf die Welt gekommen bin, die man aufklappen kann und dann kreiere ich. Es geht morgens früh schon los und muss ich abends wirklich bewusst schließen. Und das erkenne ich, dass das ein Geschenk ist. Und dass ich das auch übertrage, also diese Kreation des Lebens, wozu ich die Menschen einlade, Atelier Eskapade, das zu teilen, macht mir unheimlich viel Freude. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich auch Mut. Ich glaube schon, dass ich ein mutiger Mensch bin, was manchmal auch dazu führt, dass man da steht und sagt, kann ich mal ganz kurz jemand anders das übernehmen? Ja, kann auch mal sein. Und Neugierde und dann auch wirklich
ich glaube schon so, dass ich es mittlerweile ganz gut hinkriege zu sagen, ich sortiere wirklich das aus, ich löse mich jetzt wirklich, das hat gedauert, aber von dem, was mich heute daran hindert, leicht weiterzugehen. Mhm. Da bin ich ziemlich radikal. Mhm. Dann sind wir gespannt, was Sie noch alles aus dieser Kiste rausholen und wohin der Mut Sie noch im Leben führen wird. Vielen Dank, Marie Bäumer. Sie, Frau Ott, sind eine sehr erfolgreiche Pianistin. Sie haben eine große Leidenschaft für die Musik. Sie haben 2019 erfahren, dass Sie an MS, also an Multiple Sklerose, leiden. Aber um das Ganze zu verstehen, möchten wir auch Sie erstmal kennenlernen. Diese Leidenschaft für die Musik, wie ist die entstanden? Gab es da auch einen Moment, so eine Art Initialzündung? Es gab einen Schlüsselmoment, auch wenn meine Mutter Musikerin ist und es zu Hause immer Musik gegeben hat. Ja. Ich war 3 Jahre alt, als meine Eltern mich zu einem Klavierkonzert mitgenommen haben. Und zwar auch nur deshalb, weil die Babysitterin im letzten Moment abgesprungen ist. Und ich befand mich damals in einer kleine Rebellionsphase, wo ich immer wieder zu allem Nein gesagt habe und versucht habe, ich habe es nicht geschafft, mit Worten natürlich meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, es geht vielen Kindern in dem Alter so und ich glaube, deswegen schreit man auch oder quengelt man, weint man. Und meine Eltern haben mich an dem Abend auch mit so einer leichten Nervosität mitgenommen. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was damals gespielt worden ist. Aber ich weiß noch, wie ich fasziniert war, wie dieser Pianist auf der Bühne schaffte, das Publikum, ich weiß nicht, vielleicht waren 200 Menschen dort, in seinen Bann zu ziehen. Und die waren 2 Stunden lang still. Und ich saß da und ich dachte, ich verstehe das irgendwie auch, diese Sprache, die da gesprochen wird. Und das hatte so eine Faszination auf mich gehabt, dass ich dachte, ich will das auch machen. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe ihr gesagt, ich will auch Pianistin werden. Und? Was hat sie gesagt? Sie sagte nein. Nein? Gottes Willen. Obwohl sie doch Musikerin war? Ja, im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass sie eigentlich sich doch gewünscht hat, dass, ich habe ja noch eine Schwester, die genau das Gleiche macht. sie hatte sich eigentlich gewünscht, dass wir uns vielleicht für einen anderen Weg entscheiden oder dass uns zumindest noch die ganzen Möglichkeiten gegeben sind und dass es nicht dadurch reduziert wird, weil sie halt diesen Beruf innehält. Sie sind diesen Weg gegangen. Ihr Talent wurde früh entdeckt. Sie haben schon als Kind Preise, Auszeichnungen bekommen. Und mit Anfang 20 hatten Sie schon so viel erreicht. Also davon träumen andere. Sie haben Exklusivvertrag gehabt, mit großen Orchestern gespielt. Wie war das denn für Sie? War das für Sie aufregend oder auch eine Überwindung, dann auf die Bühne zu gehen? Oder waren Sie einfach frei in all diesen Jahren in Ihrem Element? Am Anfang war das natürlich alles spannend, weil ich merkte dann, dass ich quasi meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte. Mhm. Und ich meine, es gibt ja nichts Schöneres als mit dem, womit man so erfüllt ist, auch sein Leben bestreiten zu können. Am Anfang war das total spannend. Ich bin dann schnell auf internationale Bühnen gekommen. Es war spannend, verschiedene Länder, verschiedene Orchester, verschiedene Orte kennenzulernen. Bis ich so 21, 22 war, wo ich dann eine persönliche Krise auch erlebte. Bevor wir zu der Krise kommen, holen wir aber diesen, können nicht nur über Ihre Leidenschaft sprechen, sondern wir müssen sie auch mal sehen und hören. Schade, dass Sie jetzt nicht was spielen können. Ja. Wenn Sie sich das anschauen, Sie haben gesagt, ja, das habe ich genossen, genau das, was wir gesehen haben. Aber dann irgendwann kam eine Krise, kamen Zweifel. Woran haben Sie denn gezweifelt? Ich meine, diese Krise die kam ja nicht von einem Tag auf den anderen. Das hat sich alles so langsam angebahnt. Ich habe so mit der Zeit dann auch bemerkt, dass
Als ich als kleines Kind diese Musik für mich entdeckt habe, wusste ich ja gar nicht, dass sie klassische Musik hieß. Also ich bin direkt mit Bach und Beethoven und Mozart in Verbindung gekommen und ich fand das total spannend. Ich habe die Zeit vergessen. Aber dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass das Publikum doch aus einer gewissen Gesellschafts- und Altersgruppe bestand und dass ich eigentlich die Musik für mich nicht entdeckt hatte, um damit nur eine gewisse Gruppe zu erreichen. Etwas gesetztere Altersgruppe? Und das kam dann dazu, weil ich bin ja natürlich, komme aus einer sehr traditionellen Schule und in der klassischen Musik spielen wir ja teilweise Repertoire von Komponisten vor 300, 400 Jahren geschrieben worden ist. Das heißt, wir haben natürlich extrem viel, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir lernen ja nicht nur die Werke, sondern wir setzen uns dann mit den Zeitumständen auseinander, mit dem Hintergrund der Komponisten. Und es dreht sich viel um die Vergangenheit. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass das eigentlich sehr fremd von dem ist, was ich so im Alltag bin, wie ich mich identifiziere. Ich habe gemerkt, dass meine Generation eigentlich gar nicht im Publikum vorhanden ist. Und dann habe ich angefangen zu analysieren, woran das liegen könnte. Und dann auch schnell gemerkt, dass wir natürlich in der klassischen Musikbranche oder auch im klassischen Konzertsaal vom Publikum automatisch erwarten, dass das weiß, wie es sich zu kleiden hat, wie es sich zu verhalten hat, wann es zu klatschen hat, wann es still zu sein hat. Und das führt natürlich dazu, dass es nur für eine gewisse Gruppe zugänglich wird. Und das war nicht der Grund, warum ich die Musik eigentlich für mich entdeckt hatte. Und gleichzeitig wurde aber auch von mir erwartet, dass ich künstlerisch was zu sagen hatte. Also ich war nicht mehr das neue Gesicht, sondern wenn ich dann zurückkehrte zu einem Saal, dann erwartete man von mir eine Entwicklung und eine künstlerische Identität. Ich hatte aber in meiner Ausbildung mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich wusste gar nicht, ich hatte mich nie gefragt, was bedeutet es, eine klassische Künstlerin in der heutigen Zeit zu sein. Was sind die Herausforderungen? Wo sehe ich meine Verantwortung? Wie möchte ich mich positionieren? Und dann? Was haben Sie dann gemacht? Also das ist ja eine sehr, sehr komplizierte Sache. Ne? Da hat man die Erwartungen, Sie merken, die stimmen nicht mehr. Man will, dass Sie sich entwickeln. Sie wissen aber nicht genau die Richtung. Was haben Sie dann gemacht? Es war dann erstmal eine Krise, die ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen habe, aber ich habe gemerkt, wie ich einfach das Selbstbewusstsein in mich verloren habe, wie sich das auch auf mein Spiel auswirkte. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass der Boden unter meinen Füßen weggezogen worden ist, da ich meine Identität oder in dem Thema Identität war die Musik immer mein Zufluchtsort gewesen, weil ich mein ganzes Leben lang eigentlich immer mit der Frage konfrontiert werde, woher ich komme. Und die Musik war der einzige Ort, in dem ich selber definieren konnte, wer ich war. Und da fing ich an allem zu zweifeln. Und das ziehte sich auch sehr lange hin, bis ich dann irgendwann, ich meine, man muss sich ja auch erstmal bewusst werden, wo sieht man eigentlich die Probleme? Was sind die Sachen, die man verändern möchte, wenn man das ja nie gelernt hatte? Und es kam dann auch dazu, dass ich dann Kollaborationen mit Musikern aus anderen Genres gemacht habe und dadurch langsam dann anfing, für mich selber eine Richtung zu wählen. Dinge aufzubrechen, ne, zu verändern. Genau, also ich meine, ich habe zum Beispiel auch, was ich immer interessant finde, ist, das Publikum zu beobachten. Mhm. Und im klassischen Konzertsaal ist das Licht so grell, dass die Leute sich schnell beobachtet fühlen. Also in der Münchner Philharmonie, in der Berliner Philharmonie, in Wien, im Musikverein. Das Licht ist immer so grell. Es gibt diese eine Standardeinstellung. Und dadurch fühlt man sich schnell beobachtet und dadurch, dass es auch Regeln gibt. Jeder weiß ja, während der Musik darf man sich nicht bewegen, man sollte nicht miteinander reden. Und dann nutzt man schnell die Pause zwischen Sätzen, wo man dann hustet oder sich räuspert. Und dadurch entsteht dieses berühmte Hustkonzert, was man im klassischen Konzert erlebt. Da ist der erste Satz zu Ende und plötzlich räuspert sich der ganze Saal. Und ich glaube, das kommt einfach ein bisschen von diesem Druck und von der Verkrampftheit. Mhm. Und es haben Leute auch das Bedürfnis, die eigentlich gar nicht husten müssen, sich da auch noch mal zu melden. Und wenn man aber dann in einer Jazzbar ist oder im Kino ist, das passiert da gar nicht. Da hat man nicht dieses Bedürfnis und das kommt daher, dass man entspannt ist. Und dann dachte ich mir, wieso kann man eigentlich nicht auch eine Atmosphäre kreieren, wo die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht beobachtet werden oder verurteilt werden, sondern eigentlich Teil des Geschehens sind. Sie haben sich ja dann auf dem Weg gemacht, da was zu verändern. Dann hatten Sie 2019 eine Tournee in Japan und plötzlich haben Sie sich
körperlich nicht wohlgefühlt. Was war da? Was hatten Sie für Beschwerden? Ich war mit meinem letzten Album unterwegs, wo ich eigentlich nur eine kleine Veränderung mit dem Licht unternommen habe. Und zwar, ich habe das Licht eingefärbt, weil das Album hieß Nightfall. Mhm. Und ich dachte, das wäre doch eigentlich schön, wenn wir so eine Atmosphäre auch auf der Bühne kreieren, damit das Publikum sich auch so einstimmen kann. Und vor allem wäre es dann dunkler im Publikum, man würde sich nicht so beobachtet fühlen. Und da musste ich in Japan wirklich mit jedem einzelnen Veranstalter am Tag des Konzertes noch kämpfen und streiten. Und also Riesenstress miteinander. Es war extrem viel Stress, da ich ja normalerweise eigentlich schon damit ausgelastet bin, dass ich mich vielleicht anderthalb Stunden auf das Instrument und den Saal einstimme und dann das Konzert spiele. Und da musste ich halt noch extra eine Stunde streiten. Und wenn man dann 10 Konzerte hintereinander hat, dann setzt das einem extrem zu. Und dann habe ich mir mitten in der Tour auch noch eine leichte Erkältung eingefangen. Und ich hatte mir aber irgendwie selber diesen Druck gesetzt, dass ich jetzt nicht absagen kann, weil es ist nicht so, dass ich mit Orchester spiele und dass dann vielleicht das Orchester was übernehmen könnte, sondern dann müsste ich den kompletten Abend absagen und dann müssten 2000 Leute einfach nach Hause gehen. Und dann gab es ein Konzert, wo ich eigentlich kaum mehr laufen konnte, weil es mir so schlecht ging. Aber ich dachte, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich habe auch früher schon mal mit Fieber gespielt und das hat geklappt. Irgendwie geht das schon. Und es ging auch irgendwie. Und dann habe ich eine leichte taube Stelle an der Lippe bemerkt und kam nach Hause und hatte dann einen Kreislaufzusammenbruch und hatte am nächsten Tag Doppelsicht. Also ich konnte meinen Blick nicht mehr fokussieren. Und das war im Nachhinein der erste Schub der MS gewesen. Haben Sie das schon geahnt, dass das etwas in dieser Richtung ist? Oder haben Sie erst mal gedacht, na, der Stress und ich habe überreagiert und mein Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht? Das wurde damals auch als Stress diagnostiziert. Da wurde der Schub nicht erkannt. Ich hatte dann noch einen zweiten Schub 2 Monate später, wo ich dann morgens aufgewacht bin und meine linke Körperhälfte taub war. Und dann bin ich in die Uniklinik. Und also wenn auf einmal eine Körperhälfte taub ist, kriegt man da nicht Panik auch etwas? Also doch, ne? Also das waren die 2 schlimmsten Monate schon gewesen, weil das oft ist ja das Schlimme, die Ungewissheit, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat. Also für mich war die Diagnose dann im Januar im nächsten Jahr eher eine Erleichterung, weil ich dann wusste, okay, jetzt hat das einen Namen, jetzt kann man auch dementsprechend Schritte unternehmen. Und als Sie das erste Mal gehört haben, es könnte Multiple Sklerose sein, was hatten Sie da alles im Kopf? Also der erste Gedanke war natürlich, ich kann jetzt nicht mehr Klavier spielen, zumal diese Taubheit natürlich zu einer leichten Unfähigkeit in meiner linken Hand führte und ich dadurch auch Konzerte absagen musste. Die Symptome sind dann schnell verschwunden, aber trotzdem dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann kann ich irgendwann mal nicht mehr Klavier spielen. Mhm. Und ich hatte damals auch noch das falsche Bild, dass man an Multipler Sklerose sterben kann. Sie haben dann, als Sie diese Diagnose bekommen haben, und Sie haben ja gesagt, das war für Sie erstmal Gewissheit und ein dankbares Ende der Ungewissheit. Da hatten Sie ja auch noch ein Konzert. Ich hatte am Tag der Diagnose ein Konzert in München. Was ist da passiert? Also mir ging es an dem Tag sehr, sehr gut, weil diese Ungewissheit hatte endlich ein Ende gehabt und ich hatte mich auch schon seit dem Verdacht darauf vorbereitet gehabt. Das heißt, ich habe sehr viel selber recherchiert. Es hat mir geholfen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass ich ein ganz falsches Bild von der Krankheit hatte und dass man durch die Entwicklung der heutigen Medizin sehr gut auch damit leben kann und viele Menschen auch teilweise uneingeschränkt ihr Leben, ihr Alltag weiterführen. Und dadurch war eine Erleichterung da und dann aber auf der Bühne ist etwas im Publikum passiert. Da hat eine Dame angefangen zu röcheln. Und mein Vater hatte im Jahr zuvor einen Herzinfarkt ganz knapp überlebt. Und ich wusste, dass in so einer Situation, also das ist natürlich erst diese Assoziation sofort aufgekommen. Und ich dachte, da zählt einfach jede Sekunde. Und dadurch war ich abgelenkt. Bin dann auch schnell hinter die Bühne gegangen und wollte einfach nur sicher gehen, dass man sich um diese Dame kümmert und dass auch der Arzt kommt. Dann bin ich wieder zurück und habe wieder angefangen. Und es war eigentlich ganz okay. Bis dann plötzlich ich die Kontrolle über meine linke Hand verloren habe. Und ich musste dann das Konzert wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben, ein Konzert, beenden. Was heißt das? Beschreiben Sie mal diesen Moment. Wie haben Sie das realisiert? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen in dem Moment? Also da geht einem nicht viel durch den Kopf. Also ich dachte natürlich, oh Gott, das ist jetzt ein neuer Schub. So schnell wieder. Wie lange haben Sie diesen Moment empfunden?
Also das waren im Nachhinein, glaube ich, nur 10 Sekunden. Aber es kam mir vor, wie so, wenn man sich das im Film so vorstellt, dass plötzlich Stille ist, alles in Zeitlupe geschieht. Und ich dachte auch noch, oh Gott, meine Familie, meine Freunde sitzen hier, wie empfinden die das? Und dann dachte ich, nee, ich muss jetzt aufhören, meine Hand gehorcht mir nicht mehr. Und dann bin ich einfach von der Bühne gegangen. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es kein neuer Schub war, sondern es war eine Missempfindung, die durch eine sich in Heilung befindende Nervenherde ausgelöst worden ist. Konnten Sie das also hinter sich lassen mit all den Informationen? Sie haben gesagt, Sie haben sich auch über MS, über Multiple Sklerose informiert. Oder saß so eine Unsicherheit, so eine Sorge, vielleicht eine Angst davor, dass sowas nochmal passiert, immer mit am Klavier? Also in den Wochen darauf natürlich erst einmal. Ja. Es hat mir sehr geholfen, vom Neurologen zu erfahren, dass das kein neuer Schub war und dass das teilweise wirklich normal sein kann. Nur im meinem Beruf bin ich natürlich absolut auf die Feinmotorik angewiesen. Ich bin auf jede kleinste Sensibilität angewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Job gehabt hätte, hätte ich einfach mal kurz meine Hand entspannen können. Und dann wäre das auch wieder vorübergegangen. Aber in meinem Fall hat das natürlich zum Konzertabbruch geführt. Ich musste erst mal verstehen, dass das etwas ist, was dann wieder weggeht. Und die Symptome sind dann auch wieder irgendwann mal vergangen. Und es war für mich erstmal aber wichtig, ein gutes Team an Ärzten zu finden, so viel wie möglich selber zu verstehen und dann auch die richtige Therapie zu beginnen. Und das war erst danach, weil das war ja am Tag der Diagnose gewesen. Wie geht's Ihnen heute? Ich kann vom Glück reden, dass ich seitdem keinen neuen Schub erlebt habe. Ich habe eine Therapie begonnen, die gut angeschlagen hat. Und ich fühle mich zum aktuellen Zeitpunkt in keiner Hinsicht benachteiligt oder eingeschränkt. Und es war natürlich ein sehr intensiver Prozess, zumal ich damals dann auch irgendwann mal entschieden habe, das mit meinem Umfeld zu teilen, öffentlich zu machen. Das war natürlich eine große Entscheidung für mich, die ich aber nicht bereue. Aber was ich auch gemerkt habe, ich habe mich ja damals entschieden, das öffentlich zu machen, um mich selber und mein Umfeld, gerade meine Familie, zu schützen, zu stärken. Weil auch wenn man heutzutage ganz gut oder viele ganz gut damit leben können, es ist noch keine heilbare Krankheit. Und ich wollte mich einfach selber davor schützen, wenn das mal wieder passiert, dass ich dann nicht irgendwie eine Ausrede finden muss oder Leute auswählen muss, denen ich es erzählen kann. Und was erzähle ich dann anderen Leuten? Und diese gleiche Entscheidung wollte ich meiner Familie auch nicht zumuten und deswegen habe ich das so für mich entschieden. Und zweitens dachte ich, es ist eine so in der Gesellschaft missverstandene Krankheit. Wir reden generell nicht über Schwächen, wir reden über sowas nicht. Gerade auch in einer Zeit, wo Social Media so eine starke Kraft hat und wo man doch eher über die schönen Seiten und die tollen Erfolge von einem selbst postet. Ist es sehr schwierig, so einen Schritt zu gehen. Und weil man, ich verstehe natürlich jeden, der sagt, ich möchte das nicht mit der Öffentlichkeit teilen oder mit meinem Umfeld teilen, weil man hat natürlich immer die Angst davor, darauf reduziert zu werden, vielleicht beruflich benachteiligt zu werden oder auch bemitleidet zu werden. Und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Deswegen sehe ich das nicht als meinen Wendepunkt, weil meine Lebensqualität und auch meine Lebenseinstellung hat sich dadurch nicht geändert. Ich habe einiges dazugelernt. Aber ich möchte nicht als jemand gesehen werden, der trotz der MS weitermacht, sondern ich lebe mein Leben mit der MS. Und ich finde, es ist großartig, dass Sie diesen Weg gegangen sind, damit auch denen eine Stimme gegeben haben, die auch an dieser Krankheit leiden und die vielleicht noch nicht rausgegangen sind, die aber auch merken, dass noch viel geht im Leben. Und sowas erfährt man ja nur durch Menschen wie Sie, die auch helfen, so etwas zu enttabuisieren. Was sind Ihre nächsten Ziele, Ihre nächsten Schritte, Ihre nächsten Aufbrüche? Ich habe jetzt gerade ein Album rausgebracht und gehe jetzt hoffentlich, also hoffen wir, dass jetzt alles wieder langsam zurückgeht in die Normalität, aber gehe damit dann auch auf Tournee. Und ich arbeite zum ersten Mal auch mit einem anderen Künstler zusammen, mit einem Architekten, der eine architektonische Reflexion zu der Musik, die ich aufgenommen habe, entworfen hat, die wir in Form einer Videoinstallation auch in den Konzerten zeigen werden. Und da sehe ich auch schon sehr viel Gegenwind auf mich zukommen. Weniger vom Publikum, weil ich merke dadurch, dass ich jetzt meine Formate ändere
und mich auch aktiv mit meiner Generation auseinandersetze als Publikum, sehe ich eine Veränderung in meinem Publikum. Also ich sehe immer mehr junge Leute und das freut mich. Darin sehe ich auch sehr viel Hoffnung für die Zukunft der klassischen Musik. Aber ich sehe, also ich weiß, dass es in der Musikbranche trotzdem nicht immer gerne gesehen ist, wenn man anfängt, sich außerhalb der Norm zu bewegen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie dem Gegenwind weiter trotzen, Dankeschön. Ihren Weg gehen und einfach das machen, wofür Sie stehen. Und ich glaube auch, so wie Sie das hier vermitteln, das Publikum nimmt es an. Und ich finde es toll, dass Sie den Mut haben, den Weg zu gehen. Vielen Dank, Frau. Dankeschön. Miranda de Grande, viele kennen Sie auch als Natalie Volk. Ihr Leben hat Ende vergangenen Jahres so für die Öffentlichkeit schon so ein 180-Grad-Dreh vollzogen, eine Wende genommen. Aktuell sind Sie auch oft in den Schlagzeilen. Es geht einmal um die Verlobung mit Timur, einem Hells Angel, der mal im Gefängnis war hier wegen Totschlags in Deutschland. Es geht auch um ein Zerwürfnis mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder. Wie ist es eigentlich, wenn Sie diese ganzen Schlagzeilen lesen? Also das sind so viele Schlagzeilen, da komme ich ja gar nicht mehr hinterher, weil ich wohne in der Türkei. Manchmal schicken mir Leute was, aber ja, manche Journalisten denken sich auch Geschichten aus, deswegen komme ich da gar nicht mehr hinterher. Die Reaktionen sind ja auch deshalb so stark, weil Sie vorher mit Frank Otto ein Paar waren, ein Unternehmer, knapp 40 Jahre älter als Sie, aus der berühmten Versandhaus-Dynastie. Und wir erinnern uns übrigens auch, 2018 waren Sie beide gemeinsam hier bei uns im Nachtcafé und genau. haben Ihre Verlobung bekannt gegeben. Ja. Denken Sie auch an gemeinsame Zukunft? Wie weit planen Sie? Also er hat mich schon gefragt und ich habe ja gesagt. Also nur noch mal, also noch mal etwas genauer. Er hat Sie gefragt, Verlobung heißt es? Oder können Sie es noch mal ein bisschen mehr ausschmücken? Ja. Ja? Er hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Ja? Ja. Ist der irgendwie aus einem Moment heraus entstanden? Ja, es war schon irgendwo ein... Ich denke, ja. Also ich habe jetzt nicht den Moment, wo ich mir das so klar gemacht habe, jetzt frage ich. Also ich merke, das ist ein Moment, der ist privat, da wollen wir auch gar nicht weiter eindringen. Ich finde das sowieso schon überraschend, dass Sie uns das hier schieben. Ich hatte den Eindruck, er war so ein bisschen zögerlicher als Sie. Ja, war ein bisschen nervös. Als Sie damals. Aber hatten Sie damals noch das Gefühl, ja, das ist der Mann, mit dem ich Zukunft habe, Familie habe und alles? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das schon mit ihm vorgestellt, Haus, Kinder, Familie, klar. Ich glaube, Sie haben ihn kennengelernt, da waren Sie so 19? Ne, 18. 18? Ja. Würden Sie sagen, das war so Ihre erste richtig ernsthafte Beziehung und Liebe? War's. Ja, was haben Sie darin auch gefunden, um jetzt mal zu sagen, was gut war? Gefunden? Also erstmal muss ich auch sagen, ich bin sehr dankbar für die Zeit mit Frank. Mhm. Also auch für die Familie Otto. Und ja, ich war auch am Anfang sehr verliebt in ihn, weil er hat mich auch ausgeführt, mir so die Welt gezeigt. Ich konnte ja auch viel lernen von ihm. Und ja, nach ein paar Jahren hat es mich nicht mehr so erfüllt. Mhm. Wie hat Ihre Mutter und Ihre Familie das aufgenommen, als Sie mit Frank Otto zusammengekommen sind? Ja, die haben sich alle sehr gefreut, dass ich mit Frank zusammenkam, vor allem meine Mutter. Nun ist es ja so, wir wissen, wie gesagt, er ist Teil einer großen Dynastie. Hat er bzw. haben Sie beide dann auch Ihre Familie finanziell unterstützt? Ja. Ja? Ja. Wie groß war denn Ihr Wunsch, also eine Familie zu haben? Also war das auch so ein bisschen das Gefühl, ich will hier ankommen, ich will Teil von einer Gemeinschaft sein? Was war das genau, was Sie damals gesucht haben? Nicht Teil von einer Gemeinschaft. Ich bin einfach eine Frau, die Kinder haben wollte. Ja. Und ja, für mich sind Kinder das Wichtigste in meinem Leben. Kinder sind die Zukunft. Und ja, ich kann nicht ohne Kinder leben. Also ich möchte eine bessere Mutter werden, als meines zu mir war. Weil, wenn Sie zurückschauen, was hat Ihnen gefehlt? Liebe. Mhm.
Ich bin dankbar für das, was ich hatte, aber dieses Leben hat mich nicht erfüllt. Wenn man alles hat im Leben, wirklich, ich hatte alles, dann das bringt einem nichts, wenn man alleine ist. Sie waren verlobt, Sie haben diese Liebe gesucht. Wenn Sie so zurückschauen, warum haben Sie sich getrennt? Was ist dann irgendwann nicht mehr so gewesen? Ja, wie ich schon eben meinte, dieses Leben mit Frank hat mich nicht mehr erfüllt und ich habe mich verliebt. Und ja, ich bin eine Frau, die sich das nimmt, was sie möchte. Ich habe mich in diesen Mann verliebt und den habe ich mir genommen. Sie haben in einem Zeitungsinterview angesprochen auf die Trennung zu Frank Otto mal gesagt, starke Frauen kann man nicht mit Reichtum beeindrucken, aber mit Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt. Ja. Also würden Sie im Nachhinein sagen, von diesen letzten dreien hat es überall ein bisschen gefehlt? Oder wie meinen Sie das? Also ich finde, Sicherheit fängt im Kopf an. Also das ist Selbstbewusstsein, dafür brauche ich keinen Porsche oder so. Also ich bin eine starke Frau und ich bin kein People-Pleaser, weil ich habe eine gewisse Lebenszeit und ich möchte mich von allem Negativen in meinem Leben entfernen. Also es reicht mir schon, wenn ich bei Instagram eine negative Nachricht und dann auf Blocken klicke. Das reicht mir schon an Lebenszeit, die ich da verschwende. Und ja, ich mache das, was mir gefällt. Ich bin kein People-Pleaser. Am Schluss der Beziehung haben Sie ja schon im Hotelzimmer auch gewohnt, aber offiziell waren Sie beide ja noch zusammen, Frank Otto und Sie. Und dann hat eigentlich die große Veränderung war, Sie wollten ein Tattoo. Sie wollten sich ein Tattoo stechen lassen in der Türkei, sind dorthin gereist und haben dann dort Timur kennengelernt, der auch ein Tattoo-Studio hatte. Hat Sie da gleich erwischt? Erzählen Sie mal. Ja, ich habe mich sehr wohl bei Timo gefühlt, auch unter den Jungs. Das war ein Bauchgefühl und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, bei ihm zu sein. Und ich hatte es satt, wie sie meinten, in Hotels zu wohnen, weil ich wollte endlich mal einen Freund haben. Ich bin 24. Was haben Sie denn da, wenn Sie sagen, bei den Jungs bleiben? Was hat Ihnen an dieser anderen Welt denn so gefallen? Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall ist das da, wo ich hingehöre. Das weiß ich. Sie waren dann ja erst wieder in Deutschland, nachdem Sie sich kennengelernt haben, sind dann aber wieder zu Timur zurück. Als Sie gemerkt haben, dass Sie sich verliebt haben, haben Sie dann gleich reinen Tisch gemacht? Also mit Frank Otto? Reinen Tisch, genau. Ja, wir haben uns, ich wollte ihn nicht übers Telefon oder so anrufen. Wir haben uns in der Türkei getroffen und ich habe dann direkt gesagt, dass ich Schluss machen möchte. Zum kompletten Bild gehört ja auch, wenn wir über Ihren neuen Partner reden, über Timur, dass er, ich habe es gerade schon mal angedeutet, in Deutschland schon mal verurteilt war wegen Totschlags. Er ist ja ein Hells Angel, hat ein Bandido-Mitglied erschossen, war dann 10 Jahre im Gefängnis, wurde dann in die Türkei abgeschoben. Ist seine Vergangenheit ein Problem für Sie? Nein, weil, wie Sie meinen, es ist Vergangenheit. Und haben Sie mit ihm darüber geredet? Haben Sie es auch von ihm erfahren? Weil ich denke, Sie gehen da in das Tattoo-Studio rein, dann wird er Ihnen das wahrscheinlich nicht sofort gesagt haben. Genau, er hat es mir später erzählt und ich nehme ja einen Menschen, wie er ist und verurteile ihn nicht nach dem, was er getan hat. Verstehen Sie? Ich bin auch nicht perfekt. Wie war das dann, als Sie Ihrer Mutter und Ihrem Bruder erzählt haben, dass es mit Frank Otto vorbei ist? Und ich wurde mal sehr unter Druck gesetzt und auch in diese Beziehung gedrängt mit Frank. Und ich hatte einfach die Schnauze voll davon. Und was heißt das dann in der Reaktion? Also wenn Sie vorher reingedrängt wurden, wie war dann da jetzt die Reaktion, als dann klar war, sie ist vorbei? Also im Moment habe ich keinen Kontakt zu meiner Mutter, deswegen das sowieso in den Medien überall. Sie haben keinen Kontakt. Man fragt Sie natürlich von außen, was ist da vorgefallen? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, wie ich eben meinte, ich stand immer sehr unter Druck und ich wurde auch sehr viel manipuliert. Und ja, inwiefern? Ich vorhin meinte, ich möchte mich von allem Negativen entfernen in meinem Leben, wegen meiner Lebenszeit. Inwiefern manipuliert? Was heißt das? Ja, dass ich bei Frank bleiben soll.
Und also das Problem war nicht so sehr ihr neuer Partner, sondern eher, dass sie mit dem Alten nicht mehr zusammen war? Wahrscheinlich, ja. Kann sie meine Mutter fragen. Ich weiß nicht, wie sie darüber denkt und fühlt, aber im Moment habe ich keinen Kontakt zu ihr. Ihre Mutter hat auch in einem Interview jetzt zu ihrem Partner gesagt, Menschen ändern sich nicht, so radikal ändert sich kein Mensch, wenn er schon sowas getan hat. Es wird weitergehen. Wie ist das für Sie, wenn Sie das, wenn man jetzt auch die Vergangenheit Ihres Mannes, Ihres Verlobten im Kopf hat, wenn Sie das so hören? Ja, das ist Ihre Meinung. Mhm. Also wie gesagt, ich lebe jetzt mein Leben. Ich hoffe, ich werde in Ruhe gelassen und ja. Wie schwer fällt es Ihnen, jetzt hier zu sitzen und über all das zu sprechen jetzt? Also, nicht schwer, weil nicht ich sage ja meine Meinung. Wie sehr versuchen Sie auch schon immer zu überlegen, was hat das dann zur Folge, wenn ich das und das sage? Genau, weil ja. Es ist ja irgendwie was anderes, ne? Wenn wir reden über Ihr Leben, dann habe ich so das Gefühl, man schöpft da einfach raus. Sie sind ja jetzt inmitten so eines Boulevardsturms, so sage ich es jetzt mal. Schlagzeile hier, Schlagzeile da, die Mutter sagt das, jetzt stehen Sie da drin. Ist es nicht schwer? Sie sind 24 und das hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun, aber sich da zurechtzufinden? Ja, ich mache das ja schon seitdem ich 16 bin und ich habe mich ja daran gewöhnt. Und meiner Meinung nach, finde ich, sollte man Privates privat behalten oder klären. Und ja, deswegen möchte ich eine bessere Mutter sein, als es meine Mutter zu mir war. Was mich interessiert. Ja. Ja? Gerne. Ob du einen Mentor hast, der dir mit diesen ganzen Mediensturm helfen. Neues Gerücht, genau. Könnte. Ja, Timo kontrolliert mich nämlich nicht, sondern er managt mich. Und es ist auch normal in einer Beziehung, dass ich meinen Freund mal frage, hey, soll ich heute Abend meine Haare lockig oder glatt machen? Er sagt lockig. Das heißt nicht, dass er mich kontrolliert und ich entscheide immer noch selber, was ich möchte und was nicht und was ich mag und was ich nicht mag. Ich habe es auch so verstanden, so ein Mentor oder eine Mentorin kann ja einfach jemand sein, was weiß ich. Jemand Älteres, nicht in einer Beziehung genau, bist, sondern eine Freundin. Das schon durchgelebt, weil es gibt ja bestimmt Leute, die das irgendwie schon... Ich manage mich selber. Ich weiß, ich bin eine kluge, interessante Frau, deswegen stehe ich wahrscheinlich auch jeden Tag in den Medien. Ich wohne in der Türkei und habe das letzte Mal 2016 gedreht. Deswegen, das frage ich mich auch jeden Tag, weil ich stehe so oft in der Presse. Und ich frage mich auch, wieso. Irgendwas Interessantes muss ja an mir sein. Sie und Ihr Partner haben auch veröffentlicht, dass er Ihnen einen Heiratsantrag gemacht hat. Es gibt dazu auch Filmaufnahmen. Wenn Sie sagen, ja, dieses ganze öffentliche Leben, Privates soll privat sein. Ich meine, das ist ein sehr intimer Moment, den Sie ja bewusst rausgeben. Warum ist Ihnen das auch wichtig, dass man solche Momente teilt? Also zuerst mal, ich habe eine Instagram-Seite und da finde ich es okay, wenn ich so ein schönes Video als Erinnerung teile in meiner Story. Mhm. Und das mache ich auch für mich. Verstehen Sie, was die Leute da jetzt zu sagen zu haben? Positives finde ich natürlich super, das erfüllt mich auch, aber alles Negative stoße ich ab. Und ja, das ist ja mein Leben. Wenn ich so ein Video teilen möchte, dann teile ich das. Hält ja eh nur 24 Stunden. Mhm. Herr Schmid, nun sind Sie ja nicht die Einzige, die mal in so eine Situation gerät, plötzlich in den Boulevardmedien, in den Schlagzeilen zu sein. Was braucht es, um das irgendwie durchzustehen, um da, wenn man so will, unbeschadet rauszukommen? Na, das erste Wichtigste ist natürlich, da reinzukommen. Ja. Und da haben Sie was unternommen, nehme ich mal an. Das ist möglich, einen Wendepunkt herbeizuführen. Es gibt aktive Herbeiführung von Wendepunkten und es gibt passiv erlebte Wendepunkte. Sie haben sich niemals beworben um den Job als Bundeskanzler, sondern da kam jemand auf Sie zu und dann haben Sie Ja gesagt. Aber der Anfang war passiv. Ihr Anfang war aktiv. Naja, ich wurde auch ein bisschen rein. Und dann folgen natürlich ein paar Dinge daraus. Ja. Was genau war der Anfang, wenn ich fragen darf? Oder was meinen Sie jetzt? Was meinen Sie? Vielleicht erzählt sie am besten. Nein, also man hat mich ja bei dieser Topmodel-Show damals angemeldet. Ich fand mich damals viel zu jung, aber mir wurde gesagt, mach da sofort mit. Mir wurde auch von der Produktionsfirma gesagt, mach unbedingt Schauspielerei, du gehörst dahin. Und dann war ich da. Wissen Sie, wenn man so jung ist, dann weiß man vielleicht auch noch nicht so genau, was man will. Und viele haben sich auch beschwert, boah, hast du jetzt einen anderen Partner? Aber ich meine,
Wer sagt denn, dass ich denselben Partner daten soll, den ich vorher hatte? Das ist doch der Sinn vom Daten, dass ich vielleicht schaue, was mir gefällt und mir einen Partner nehme, der mir auch, der mir passt. Also welchen Partner Sie wählen, das bleibt wirklich komplett Ihnen überlassen. Das hat wirklich niemanden, auch hier von uns, zu interessieren. Was würden Sie denn sagen, was finden Sie denn jetzt in dem Leben, in diesem Partner, was Sie vorher nicht hatten? Liebe. Liebe. Ja. Und wenn Sie beide vergleichen, haben beide vielleicht sogar Dinge gemeinsam? Oder sind Sie komplett unterschiedlich, so wie es optisch aussieht? Optisch vielleicht, aber Freiheit würde ich auch sagen. Frank hat sich auch sehr viel mit Musik beschäftigt und jetzt habe ich einen Rocker. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll stimmt bei beiden. Deswegen, ja, ich bin ja auch so drauf. Ja, also ich möchte die beiden auch nicht vergleichen, aber ein paar Ähnlichkeiten haben die schon. Mhm. Ich habe gerade Marie Bäumer auch gefragt, jenseits aller Wendepunkte, was macht Sie aus? Wie sind Sie? Was ist so Ihr Kern? Was würden Sie sagen? Wie sind Sie? Wie ich bin? Mhm. Ich bin eine Frau, die sich das nimmt, was sie möchte. Das klingt schon mal gut offensiv. Ja. Und wenn Sie jetzt auf Ihre Mutter noch mal eingehen, wenn es Hochzeit gibt, ich meine, das ist ja auch ein Teil unseres Lebens, ob wir wollen oder nicht. Und ich habe auch das Gefühl, das finde ich ja auch gut, dass Sie jetzt auch nicht hier öffentlich was Schlechtes über Ihre Mutter sagen wollen. Werden Sie sie denn einladen zu Ihrer Hochzeit? Mal sehen. Man weiß noch nicht, was die Zukunft bringt. Sie hat ja auch öffentlich Gesprächsbereitschaft signalisiert. Wünschen Sie sich denn auf Dauer, dass das mit der Familie, mit Ihrem Bruder wieder wird? Na klar, wünsche ich mir das. Ich möchte, dass alle harmonisch miteinander leben können. Das wünsche ich mir für jeden Menschen. Ich bin auch kein Mensch, der Neid hat oder so, vor allem nicht, wenn jemand hart arbeitet. Und das ist auch der Unterschied, den ich bei Erben kennengelernt habe, weil die letzten Jahre habe ich sehr viele Erben kennengelernt und mir ist aufgefallen, diese Menschen sind vom Charakter ganz anders, als wenn Menschen ihr hart arbeiten, you know? Also für ihre Arbeit hart arbeiten. Die sind vom Charakter anders. Das Erben heißt, sind so, ja, die sind halt ein bisschen eingebildet. Das war jetzt schon eine kleine Retourkutsche auf Ihren vergangenen Partner, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht war es auch gar nicht so beabsichtigt. Sie sagen, Sie sind eine Frau, die sich das nimmt, was sie möchte, dann hoffen wir, dass sie sich einfach immer das Richtige nehmen. Und wie gesagt, dass sie durch das, was sie gerade auch öffentlich erleben, gut durchkommen. Und wenn sie sagen, dass sie mit ihrer Familie auch wieder einen Weg finden wollen, dass sie den wie auch immer finden, vielleicht auch abseits der Öffentlichkeit. Können Sie sich übrigens auch ein Leben ohne dieses ganze Öffentliche drumherum vorstellen? Einfach nur privat? Das mache ich ja im Moment. Aber es macht mir auch sehr großen Spaß. Und ich kriege auch viele Angebote, deswegen, ich verdiene ja damit auch mein Geld. Also warum nicht? Und ein letztes, Sie waren das letzte Mal hier als Nathalie Volk, heute als Frau Di Grande. Warum dieser Wechsel? Ist das ein Wendepunkt nach außen oder was ist das? Auf jeden Fall. Ich bin ja eine Künstlerin und ich wollte mich einfach neu entwickeln. Und ich finde, der Name passt auch sehr gut zu mir. Ich kriege viele Komplimente drauf und ja. Das hat auch eine Hintergrundgeschichte, wieso ich den Namen gewählt habe. Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht, die müssen Sie uns jetzt auch noch erzählen. Ich bin ja ein großer Shakespeare-Fan und vom Theater und da ist als erstes der Begriff Miranda aufgetaucht. Und die Grande ist, weil es hat bei mir mit Mode angefangen und das erste Mal habe ich gemodelt in Mailand bei einer Agentur. Deswegen habe ich so eine Verbundenheit zu Italien. Ich liebe Italien. Und Miranda Di Grande. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Danke auch, ich freue mich. Herr Jedrowski, Sie sind heute Schriftsteller. Ihr Debütroman, in dem es um eine homosexuelle Liebesgeschichte geht, ist in England zum Buch des Jahres gewählt worden. Aber bis Sie diese Erfüllung im Schreiben gefunden haben, war es ein Weg. Es gab Wendepunkte, auch Wendepunkte mit Fragen, die uns, glaube ich, auch alle interessieren. Sie, wenn wir auch zu den Ursprüngen wiederkommen, sind in Bremen aufgewachsen. Ihre Eltern sind in den 80ern aus Polen nach Deutschland gekommen. Sie haben dann Jura studiert, haben Karriere gemacht, haben in einer
internationalen Anwaltskanzlei auch gearbeitet. Hatten Sie so einen Moment auch in dieser Kanzlei, dass Sie gemerkt haben, körperlich wie auch immer, da gehöre ich nicht hin? Wir hatten so einen Conference Call und das waren sehr, sehr komplizierte Transaktionen. Und ich habe davon auch nie was verstanden. Also saß ich da und das war, ich glaube, wir haben da damals mit unserer Kanzlei in L.A. gesprochen. Und die reden und die reden und das war wirklich, also Jargon, das heißt, das war so Fachsprache. Da versteht man halt nichts, wenn man diese Sprache nicht spricht. Und dann kam auf einmal, dann sagt dieser Boss, der mich bestrafen wollte, sagt, okay, aber warum wurde X nicht gemacht? Was ist da jetzt los? Was macht der Typ? Und dann kam da so die Antwort, X ist gestorben. Und dann war so 2 Sekunden lang Stille und ich hab wirklich dieses Gesicht von diesem Partner angeguckt, weil, wie reagiert er jetzt? Und dann sagt er so, okay, tut mir leid. Gut, kann Y das machen, damit wir auch die Deadline hier schaffen? Und dann saß ich da und habe ich gedacht, okay, das wird mir passieren, wenn ich hier bleibe. Das heißt, ich gebe mein Leben auf für etwas, was für mich keinen Wert hat und man wird mich vergessen. Oder ich mache hier eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, man kann mich so ersetzen. Und ich möchte keine Existenz führen, wo ich eigentlich keinen Unterschied, wo ich nicht irgendwie meinen Senf dazu geben kann. Das ist irgendwie inhuman austauschbar, ja. Wenn man das so sieht. Was hat Ihnen dann geholfen zu springen? Also was hat Ihnen geholfen? Mich selber besser kennenzulernen. Und das habe ich dank einer Therapie gemacht. Und mich hat mein Therapeut gefragt, und es ist ein Szenario, das ich finde, sich eigentlich jeder regulär, also wirklich oft fragen muss. Und zwar, er hat gesagt, stellen Sie sich vor, dass jeder, den Sie kennen auf der Welt und der über Sie richten kann, nicht da ist. Und Geld ist kein Problem. Was machen Sie dann? Und dann kam dieses Schriftstellersein, es kam ganz klar und hat mich auch überrascht, weil ich halt diese innere Zensur hatte, die eben aus diesen Ängsten kam. Wer bin ich denn, dass ich was schreiben kann, was andere lesen wollen? Das ist ja absurd. Aber ich habe dann sofort gemerkt, dass ich mich plötzlich lebendig und frei fühle. Und das war ein Gefühl, das ich davor, glaube ich, nur im Reisen gespürt habe, beim Reisen. Dass Sie auch offen schwul gelebt haben, kam das parallel dazu oder war das nochmal ein ganz anderer Prozess? Das kam davor. Das kam schon davor. Ja. Also ich spreche gerne von mehreren Coming-Outs. Also es gibt das sexuelle Coming-Out, es gibt das Coming-Out beziehungsweise der sexuellen Identität, der kreativen Identität. Und auch ein Coming-Out, das ich jetzt in den letzten Jahren spüre, der spirituellen Identität. Mhm. Dann hoffen wir, dass Sie nach all diesen Wendepunkten und den Eindruck habe ich, endlich der sein können, der Sie sind. Der sich aber auch weiterentwickelt. Der sich weiterentwickelt. Das ist auch eine Illusion, dieses ja. Wir sind. Also, wir sind kein Stehende. Wir verändern uns ja ständig. Ja, und dass Sie sich ähnlich dynamisch und mutig weiterentwickeln, wie wir es bei Frau Bäumer schon hatten. Vielen Dank. Genau. Herr Schmid, wir haben jetzt wirklich über bemerkenswerte Wendepunkte heute gesprochen, über bewusst herbeigeführte, aber auch über Wendepunkte, die einfach passiert sind. Gibt es auch Leben ohne markante Wendepunkte, die trotzdem reich und ausgefüllt sind, aber von außen betrachtet gar nicht so weg? Das ist völlig ausgeschlossen. Wir bestimmen unser Leben nicht zu 100%. Wenn wir jung sind, glauben wir, noch mehr darüber bestimmen zu können. Aber mit dem Älterwerden, darf ich aus Erfahrung sagen, kommen Wendepunkte, die wir uns nicht mal haben denken können in der wildesten Fantasie. Und wir werden darauf reagieren müssen, gerade wegen der Erfahrung. Wendepunkte.
Vielen Dank an unsere Gäste. In einer Woche die nächste Ausgabe von Talk am Dienstag, dann mit Judith Rakers und Giovanni Di Lorenzo bei 3 nach 9. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.